Norden Ugandas ist der Weg zur Schule oft sehr weit. Deshalb bietet ein Schulprojekt der Welthungerhilfe den Schülerinnen und Schülern Schlafmöglichkeiten, um ihnen den langen Heimweg zu ersparen. Die Kinder kommen aus einem sehr großen Einzugsbereich. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie dann hier in der Schule übernachten können. Damit können sich dann die Kinder auf das Lernen konzentrieren. Auf diesen Internatsschulen fehlt es jedoch oft an Sanitärmöglichkeiten. Über 100 Schüler teilen sich eine Toilette. Über das Programm Water, Sanitation and Hygiene der Welthungerhilfe, kurz WASH genannt, wurden viele neue Waschanlagen gebaut. Mit dem Latrinenbauprogramm an Schulen liefert die Welthungerhilfe einen weiteren Baustein zur Hygiene. Gesundheitsvorsorge für die Jüngsten. Toilette und Händewaschen gehören zusammen. Das Regenwasser dafür kommt vom Dach und wird in diesen unverwüstlichen Tanks gesammelt, die die Welthungerhilfe bereitstellt. Seit einiger Zeit gibt es Tanks in Uganda, die aus Edelstahl hergestellt werden. Diese Tanks sind korrosionsfrei, sie sind besonders widerstandsfähig und der Plastiktank steht auf einer horizontalen Unterlage. Und diese Tanks sind ein bisschen aufgeständert, sie haben unten einen Auslass. Also wenn zum Beispiel Blätter von der Regenrinne in den Tank gekommen sind, kann man unten den Auslass aufmachen und dann kann man den Tank reinigen. Und das ist bei den anderen Tanks schwieriger. Auch das Hygienetraining ist ein wichtiger Baustein. Der Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser und dessen Bedeutung für die Gesundheit wird hier vermittelt. Ich heiße Jeanette. Wir lernen, wie wir mit den Toiletten umgehen und dass wir uns oft am Tag die Hände waschen sollen. Schule, sauberes Wasser und Toiletten gehören eng zusammen. Denn ohne diese Grundversorgung gäbe es Krankheiten und Unterrichtsausfälle. Lernen ist der Grundstein für die Zukunft der Kinder und damit für eine Welt ohne Hunger und Armut. Danke für Ihre Unterstützung.